Gut, dann folgen wir ihm mal. Hat den einfach gewone-hitted, den untoten Skelett. Das ist auch so das Besondere an den Mönchen. Diese Heiligscharenfähigkeiten sind sehr effektiv gegen dunkle Kreaturen oder halt auch in diesem Fall Untote. Das ist so, sind so deren Stärke. Das heißt, wenn man in ein Gebiet kommt, wo sehr, sehr viele Untote sind, dann sollte man immer irgendwie so einen Peiniger dabei haben, weil die sind echt effektiv. Gut, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Da ist wieder eine ruhelose Leiche. Zack, tot. Aber schön, dass wir die Erfahrungspunkte dafür kriegen. Ich habe eben eine Kerze dann so in Socke gestellt. Das ist wichtig für die Quest Gedenkriten, auch wenn der Pfeil uns ganz woanders hinführt. Wow. Und ja, wir sehen es schon, wir sind in diesem komischen grünen Süffwasser. In Abflusskanälen der Stadt irgendwie so, habe ich das Gefühl. Und wir sehen, Paulus und auch ich verlieren permanent Lebenspunkte. Das liegt an diesem Effekt Sumpfwasser. Solange ihr im Sumpfwasser seid, verliert ihr allmählich Lebenspunkte. Das zeichnet sich dadurch aus, erstmal ist unser Lebensbalken plötzlich in so einem, naja, kotzgrün gehalten oder so ein, ja, so braungrün. Und dieser Pfeil, der halt in die entgegengesetzte Richtung zeigt, also wie wir es bisher kennen. Und das sorgt halt dafür, dass wir Lebenspunkte allmählich verlieren. Aber dafür sind wir ja hier. Wir können jetzt auch einfach vielbittete Heilung benutzen. Wir visieren einfach Paulus der Abt an, setzen die Fähigkeit ein und zack, kriegt er 20 Lebenspunkte. Und mal ein paar Mal machen. Und zack. Gut. Während wir Paulus jetzt schon wieder zurückbegleiten, weil er das Artefakt schon gefunden hat, stecken wir noch diese Kerzen hier in die Kerzenständer oder in die Kohlebecken. Und ich aktiviere mal kurz die Wiederherstellungsaura und teile ihn mal selbst, weil das Interessante an der Sache ist, die Herstellungsaura wirkt sich nicht nur auf oder aktiviert sich nicht nur bei unseren eigenen Zaubern, also dem Tarmagier-Zauber, sondern auch bei jedem anderen Zauber. Das heißt, wenn wir den Zauber auf uns wirken, kriegen wir doppelte Heilung oder halt zweifache Heilung. Einmal durch die Fähigkeit mit 20 Lebenspunkte und einmal die 240% durch die Energiekosten. Das heißt, wir können Paulus heilen und heilen uns gleichzeitig auch noch mit. Das finde ich sehr vorteilhaft. Was hast du da jetzt überhaupt eingesammelt, Paulus? Sei mal her. Aha. Kann ich mich auch mal wieder vorsetzen? Aha, aha. Sieht ja interessant aus. Was auch immer das ist. Oh, ich habe ein Kohlenbecken vergessen. Oh nein! Sieht aber auch schick aus. Ach, Paulus, du schaffst das schon, ne? Da ist doch kein böses Wasser mehr da. Schnell noch einmal zurück. Lauf! Lauf, Sephira, lauf. Na gut, dann nutze ich die Gelegenheit mal ganz kurz. Und, stock. Und, beichte mal eben kurz. Das hier ist, ja. Oh, RVA. Das hier ist mittlerweile die zweite Aufnahme. Irgendwie hat es beim letzten Mal irgendwie mein Aufnahmeprogramm zerschossen. Das war nicht so vorteilhaft. Und da ich ja leider schon sehr weit gespielt hatte, auch diese Quest schon erfüllt hatte, ja, musste ich mir jetzt die Mühe machen, nochmal eben alles nachzuspielen. Muss also Sephira nochmal neu spielen, deswegen ist es auch passiert, das Auge hier zu sehen. Und ja, ich habe versucht, das genauso getreu wieder hinzukriegen, wie wir es vorgemacht haben. So viel haben wir ja damals nicht gemacht, geht auch relativ flott, hat eine gute halbe Stunde gedauert nur. Und ja, deswegen, wenn man jetzt ins Inventar guckt, hat sich deswegen auch der gelbe Farbstoff sie ins orangene verwandelt. Aber ansonsten hat sie eigentlich nichts geändert. Kann sein, dass sie ein bisschen weniger Gold hatte oder vielleicht einen oder anderen Erfahrungspunkt mehr oder weniger als zuvor in der vorherigen, als wir aufgehört haben. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch genau dasselbe. Ihr habt also nichts verpasst. Ja. Ja, haut einfach ab, der Gute. Ohne irgendwie nochmal sich zu bedanken oder sowas. Ganz toller Kerl. Gut, aber wir folgen ihm jetzt auch nicht gleich raus, sondern wir bleiben noch ein bisschen in den Katakomben und lernen noch etwas über die Nekromanten. Nachdem wir die andere Quest abgegeben haben, natürlich. Die Geister zu besänftigen war nicht schwierig, oder? Die Toten verstehen zu lernen ist der erste Schritt zum Verständnis der Kunst der Nekromantie. Achso, die Toten verstehen zu lernen. Ah, so ist die Betonung. Okay, danke sehr. Er nickt sie immer höflich zu. Danke sehr. Und jetzt bitte
Der Nekromanten-Novize. Das Dasein als Nekromant ist nicht für jeden geeignet. Einen meiner letzten Schüler beispielsweise habe ich in die Katakomben geschickt, um ein Wesen der Finsternis herbeizurufen. Er ist jedoch nicht mehr zurückgekehrt. Ich vermute, dass er von seiner Schöpfung aufgefressen wurde. Besiegt die Nachtma, die er herbeigerufen hat. Und ich werde euch zeigen, wo er hinging und euch einen Zauber mit auf den Weg geben. Seid aber gewarnt. Ihr müsst es schlau anstellen, um an den Feuerfallen bei den Gräbern vorbeizukommen. Falls ihr an dieser Aufgabe scheitert, werde ich euren Leichnam natürlich an den nächsten fähigeren Schüler verfüttern. Das ist gut, danke sehr. Da ihr noch keine Nekromant seid, werdet ihr alle eure Mönchfähigkeiten verlieren, wenn ich euch diese Nekromantfähigkeiten beibringe. Soll ich fortfahren? Ja, bitte. Denn die Quest mit dem Mönch haben wir ja abgeschlossen. Die Fähigkeiten brauchen wir dementsprechend mehr. Folgt mir, ich werde euch zeigen, wo der letzte Novize ums Leben kam. Gut, dann schützen wir uns also gleich wieder in die Katakomben, aber erst, nachdem ich so ein bisschen die Fähigkeiten erklärt habe. Und zwar haben wir jetzt insgesamt 3 Fähigkeiten bekommen. Einmal die Fähigkeit, oder die Zauber, Leben abzapfen für 10 Energie, 1 Sekunde bis es gewirkt hat, 5 Sekunden bis es aufgeladen ist, und es ist eine Verhexung. Verhexungen sind das Gegenteil von Verzauberung. Verzauberung wirken wir ja auf uns oder können wir auch beispielsweise auf Verbündete wirken, um halt irgendwelche Sachen zu verbessern oder halt Boni zu geben. Verhexungen tun genau das gleiche, bloß bei, tun genau das Gegenteil bei Gegnern. Wirkt man es auf sie, kriegen sie halt irgendeinen Malus. In diesem Fall werden sie 12 Sekunden lang einer Lebenspunkt-Degeneration von 1 unterliegen, werden wir uns selbst einer zusätzlichen Lebenspunkt-Regeneration von 1 erhalten. Oder erfreuen. Das heißt, auf einen Gegner angewirkt, verliert er allmählich Lebenspunkte, so viel wie wir vorhin im verseuchten Wasser verloren haben, nämlich einen Pfeil, und wir erfreuen uns auch für diese Lebenspunktregeneration. Gehört zum Attribut der Blutmagie, und das, da sind Nekromanten echt speziell drin, ne? Denn mit Blutmagie sind sie echt Meister drin, anderen Gegnern Lebenspunkte zu klauen, sie selbst sich zuzuschreiben. Das heißt, sie können teilweise, Nekromanten können echt teilweise ziemlich gute Selbstheiler oder Selbsterhalter sein. Das ist echt unglaublich. Wir machen trotzdem ihren Schaden. Kommen wir zur zweiten Fähigkeit, nämlich tödlicher Schwarm. Für 10 Energie, 2 Sekunden bis gewirkt hat und 6 Sekunden bis aufgeladen ist, ist ein normaler Zauber. Und tödlicher Schwarm breitet sich langsam aus und fügt bis zu 3 Zielen in den Bereich 30 Punkte Kälteschaden zu und gehört zum Attribut der Todesmagie. Wie das genau funktioniert und aussieht mit dem wegen Verbreiten und sowas, das demonstriere ich dann mal, wenn wir eine größere Gegnergruppe haben. Mal gucken, ob wir jetzt gerade eine finden oder ob die Kommandomune auch irgendwie die ganzen Skelette hier one-hittet. Sind alles hier One-Hit-Wonder. Sie kann übrigens auch Leben abzapfen und man sieht es dann ganz schön, der Gegner ist verhext, hat diesen lila Pfeil, da so zum Wegen, ah, Achtung, Verhexung drauf, nicht drauf. Und dadurch, dass der Schriftzug oder der Name halt lila unterlaufen ist, wies das auf eine Deregeneration hin. Es gibt natürlich auch Verhexungen, die keine Deregeneration hervorrufen, sondern irgendwie eine andere negative Eigenschaften hat. Dann ist halt einfach nur dieser Pfeil da und ohne dieses komplette Name in lila zu unterlegen. Gut. Zeigen, gucken wir uns mal kurz Leben abzapfen an. Wir wirken es auf den ruhelosen Leiche und sehen, aha, die Reaktion. Und wir haben halt diesen einen Pfeil als Bonus. Wir kriegen also die ganze Zeit Lebenspunkte hinzu. Natürlich, selbstverständlich nur so lange, wie der Gegner auch am Leben ist. Ist halt so. So, ruhelose Leiche. Bumm. Schön auf vor Amme. Ich würde jetzt gerne nochmal tödlicher Schwarm zeigen, aber die Fähigkeit entfaltet leider erst ihr volles Potenzial, wenn mehrere Gegner da sind. Gegen das Ziel ist die Fähigkeit leider, ja, also nicht nutzlos, will ich nicht sagen, aber halt nicht völlig ausgeschöpft. Ja. Da wären wir. Seid ihr bereit? Da wären wir, sagt sie. Sieht einfach nur geil aus, muss man sagen. Da könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. Ich finde das Spiel einfach noch unglaublich schick.
Ja, lauf du ganz gut. Ich lauf schon mal vor, ne? Die Kommandomodule folgt uns sowieso nicht, weil die Webkriege im Eingang einfach stehen. Und. Bumm. Aha. Kein Bumm. Tschüss, Verschlinger.